Und wir machen mit PS weiter, aber eben eine Nummer kleiner. Was wäre Mr. Bean ohne seinen Mini? Handlich kompakt, bensinsparend und schon 50. Der Mini feiert Geburtstag, einst erfunden als Reaktion auf die Suezkrise und die daraufhin heftig steigenden Benzinpreise. Und der Mini hat schon viele zusammengeführt, nicht nur Mr. Bean und seine Mini-Knutschkugel. Ein kleiner, der große Gefühle weckt. Yes, I'm gonna be a star. Zwischen Daniela Schwank und Kai Koch hat's dank Mini gefunkt. Zwar lieber auf die erste Schraube vielleicht, aber nicht unbedingt auf den ersten Blick. Es ist so ähnlich wie ein Hund im Park. Also man wird immer angesprochen, oh, ist ein tolles Auto. Alle Leute freuen sich, wenn man jetzt gerade mit einem bunten Auto eigentlich durch die Stadt fährt. Lachen ganz viele Leute, die Kinder zeigen mit den Fingern drauf. Und es ist echt ein guter Gesprächsstarter. Ihre erste Begegnung war zwar schmierig beim Schrauben in der Werkstatt, ihre Beziehung ist dafür bombenfest und der Mini mittendrin. Frauenversteher, Männerversteherin, Kai und Daniela sind auf jeden Fall Mini-Versteher. Ich mache das nun schon so lange, dann kennt man eigentlich Stück für Stück jedes Eck, jede Schraube. Ich habe das Auto wirklich richtig gerne. Also man fängt an, mit den Wagen zu sprechen, ne? Vor allem so, jetzt halt doch noch aus bis zur nächsten Tankstelle. Außen Mini, innen Maxi. Der kleine Brite ist eigentlich als Familienkutsche geplant. Und für Liebhaber ist der Kleine ein ganz großer. Er ist sein Erfinder, Alec Issigonis. Statt längs baute er den Motor quer ein, um Platz zu sparen. Sparsam war der Mini auch im Verbrauch. Mitte der 50er Jahre war Öl wegen der Suezkrise teuer. Der Mini bot nicht nur was fürs Herz, sondern auch für den Geldbeutel. John Cooper machte dem Flitzer Dampf unter der Haube. Der Mini wurde zum Rennstar, gewann mehrmals die Rallye Monte Carlo. Peter Sellers fuhr einen, die Beatles und sogar die Queen. Und er gilt als einer der elegantesten Mini-Fahrer. Egal ob runder Mini, eckiger Mini, Minivan oder Mini-Moke, für jeden Minimalisten ist was dabei. Weil ein Mini einfach britisch, hart und knackig fährt und weil es einfach Spaß macht, man hat immer was dran zu machen und es wird nie langweilig. Klein, fetzig, dynamisch. Den Mini gibt's schon 50 Jahre. Happy Birthday, dear Mini. Und wenn's nach den Mini-Liebhabern geht, gehört er auch die nächsten 50 Jahre mit zur Familie.